Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Lasst uns mal gemeinsam Fresenius unter die Haube schauen. Den unterschätzten Dividendenaristokraten, einen der wenigen deutschen Dividendenaristokraten, 28 Jahre Dividendensteigerung am Stück. Und insbesondere deshalb interessant, weil Fresenius im Starterdepot ist. Hier seht ihr das, da ist Fresenius einer von drei Gesundheitswerten. Und ich hole auch nochmal hier Portfolio Performance. Wir tracken unser Starterdepot ja auch auf Portfolio Performance. Kurz hier auf den Bildschirm. Ihr seht, seit dem dritten Quartal letzten Jahres investieren wir, besparen wir per Aktiensparpläne Fresenius. Immer hier, wenn da diese grüne Raute ist, dann haben wir zugeschlagen. Auch mal hier unten, das ist der Corona-Crash. Dann hat sich die Aktie erholt. Und momentan aber wieder eine Schwächephase. Wir kaufen aber weiter. Ja, Fresenius ist nicht der beste Performer im Starterdepot. Hier interner Zinsfuß minus 7,7%. Und es stellt sich jetzt halt schon so ein bisschen die Frage, was ist denn da jetzt oder was läuft denn da jetzt eigentlich schief? Warum ist die Performance relativ schlecht? Einige eher nervöse Naturen stellen sich vielleicht sogar die Frage, ob die Dividende in Gefahr ist. Wir haben eine Aktienanalyse parallel zu diesem Video veröffentlicht vom Seeking Alpha Autor Maximilian Dorn. Die ist an einigen Stellen ausführlicher als das Video sein wird. Wir fokussieren uns auf den Aktienkurs, warum der Aktienkurs in Anführungszeichen schlecht läuft. Und wir geben noch eine Kurzvorstellung zu Fresenius in einzelnen Segmenten und dann natürlich beschäftigen wir uns mit der Bewertung, weil das ist ja interessant, ob die Aktie momentan kaufenswert ist oder nicht. Mein Name ist Thorsten Tiet und ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ums langfristige Investieren in auch teils vermeintlich langweilige Aktien. Aber ich frage euch, kann langfristige Rendite, langfristig steigende Kurse und Dividenden, können die denn langweilig sein? Gut, dann fangen wir mal an hier. Ihr habt hier die vier Segmente als eigene wirtschaftliche Einheiten operierend, also sind Töchter von Fresenius. Fresenius Medical Care ist eine eigene AG, selbst notiert im DAX. Hier haben wir dann die unterschiedlichen Geschäftsbereiche. In aller Kürze Fresenius Medical Care, die beschäftigen sich mit der Behandlung von Nierenschwäche bzw. schwachen Nieren oder Nierenversagen, also sprich Dialyse machen die, stellen die Gerätschaften dazu her und setzen diese auch ein, um die Dialysepatienten zu behandeln. In Dialysekliniken knapp 4000 weltweit. Die meisten Umsätze machen sie in den USA. Wir haben Fresenius Helios, einer der größten privaten Krankenhausbetreiber in Deutschland mit 80 oder 81 Krankenhäusern. Und auch viele Krankenhäuser in Spanien haben es auch erst zugekauft. Wir haben Fresenius Kabi, stellen Biogeneriker her, Medikamente, Infusionslösungen, aber auch medizinische Apparaturen, die bekommen dann sozusagen die Patienten, die in ihren eigenen Krankenhäusern liegen, auch unter anderem. Und wir haben Fresenius Vamed, das ist ein Projektplaner für Krankenhäuser beispielsweise. Ja, hier könnt ihr dann die Umsatzentwicklung sehen. Ihr seht, dass die Umsätze langfristig steigen. Das könnt ihr auch wunderbar grafisch im Aktienfinder sehen. Ihr seht, dass die Umsätze bei allen Segmenten langfristig steigen. Es gab Schwächephase in 2018. Aber momentan haben wir, trotz Corona, kommen wir noch drauf, Rekordumsätze. Ja, der Aktienkurs hat leider keine Rekordhochs, aber vielleicht ist das ja auch eine Einstiegschance, ne? Gut, dann würde ich sagen, alles Weitere in dieser kostenlosen Aktienanalyse. Wir beschäftigen uns jetzt insbesondere mit dem Aktienkurs und da gucken wir uns jetzt Fresenius im Aktienfinder an. So, jetzt müssen wir gleich geladen haben. Jawohl, Fresenius. Und da habe ich mich auch schon vertippt. Fresenius. Und dann haben wir hier die beiden Fresenius. Das hier ist der Konzern. Den schauen wir uns an. Und wir gehen hier gleich in die Bewertung rein. Hier sind wir auch schon. Konzentrieren wir uns nur mal auf den Kurs, um zu schauen, wie das Ganze gelaufen ist in den letzten Jahren. Interessant finde ich, wir haben ja Jahr 2000 bis 2002, da sind alle Aktien gefallen. Da ist gerade Luft abgelassen worden vom neuen Markt, Dotcom-Bubble. Und dann haben wir hier aber vom Tiefpunkt bis zum Höchstpunkt, oder fast, den Höchstpunkt habe ich erwischt, eine Rendite von 27,4%, nicht insgesamt, sondern jährlich. Das sind ja, Renditen, die sind ähnlich, in ähnlichen Höhenordnungen wie Amazon. Und das über 14 Jahre. Also war eine sehr gute Aktie, ein sehr gutes Investment über lange, lange Zeit.
entsprechend beliebt, die Aktie. Das Fresenius ist ein Dividendenaristokrat, das habe ich ja bereits erwähnt, 28 Jahre Dividendensteigerung am Stück. Dann hat sich das Blatt leider gewendet. Wir haben dann hier starke Kursverluste und da habe ich mal gegoogelt, was da denn nochmal so passiert ist in dieser interessanten Zeit. Interessant vor allem eins, wenn wir hier den ersten Punkt markieren, dann sehen wir hier nochmal so ein kleines Hoch von ungefähr 62 Euro zu 70, 69 Euro. Und da habe ich ja mal geschaut, bei Google News könnt ihr ja die Neuigkeiten einschränken auf einen bestimmten Zeitraum. Und da steht hier, die Börse jubelt. Gericht Fresenius kann Acorn-Übernahme abblasen. Dem einen oder anderen ist das vielleicht ein Begriff. Fresenius wächst ja auch durch Zukäufe, nicht nur organisch. Die wollten für Pi mal Daumen 4 Milliarden US-Dollar, ich glaube es waren 4,3 Milliarden US-Dollar, Acorn übernehmen, aufkaufen aus den USA. Dann kam raus, dass Acorn ein bisschen geschummelt hat bei Testzulassungen. Und dann hat Fresenius gesagt, der Herr Sturm, der Vorstandsvorsitzende, nee, wir kaufen den nicht. Wir wollen keine Mogelpackung kaufen. Und dann wollten sie vom Vertrag zurücktreten. Acorn wollte das nicht, selbstverständliches Management. Die hatten wohl einen guten Preis ausgehandelt, weil die wussten ja, wie es tatsächlich im Acorn bestellt ist. By the way, Acorn ist heute pleite. Und dann ist das Ganze vor ein Gericht gekommen, vor ein US-Gericht. Und obwohl es ein US-Gericht war, hat Fresenius recht bekommen, mussten Acorn nicht übernehmen. Gott sei Dank, blaues Auge und die Börse hat gejubelt und das war am 1. Oktober 2018. Ja, dann keine drei Wochen später, am 18.10. haben die Aktionäre nicht mehr gejubelt, dann sind sie davon gelaufen. Hier kommen die, warum Investoren fliehen, dann sind sie plötzlich geflohen aus einer derselben Aktie, wohlgemerkt. Also so schnell dreht sich die Stimmung, weil die Umsätze oder weil die Analystenschätzungen um 2-3% nicht erreicht worden sind, haben wir dann hier entsprechend, das ist das Rote hier, ganz schön heftige Kursverluste erlebt. 43% in 2 Monaten ist die Aktie eingebrochen, über 40%. Wobei die Fundamentals also nicht in ähnliche Größenordnung eingebrochen sind. Da fragt man sich dann auch oft, vor allem als Börsenunerfahrener, wie kann denn sowas sein? Mr. Market goes nuts oder wie auch immer. Ja, und dann sind wir hier unten gelandet und im Prinzip sind wir da mehr oder weniger immer noch. Das war ein Aktienkurs von 39 Euro, jetzt sind wir bei 38, 30 Euro. Dann hat sich der Aktienkurs ein bisschen erholt. Das war im Prinzip war es eine volatile Seitwärtsbewegung. Dann kam der Corona-Crash, da haben wir neue Tiefs gesehen, bei 28 Euro sogar. Dann gab es die Erholung. Und dann wieder ein bisschen nach unten und jetzt eben bei den besagten 38, 58 Euro. Da sind wir heute. Apropos heute, wie sieht es momentan aus bezüglich Corona? Das Geschäftsmodell von Fresenius ist ja recht solide, prinzipiell antizyklisch. Fresenius Medical Care ist noch am zyklischsten unterwegs. Die anderen sind eher antizyklisch, beziehungsweise nein, sie sind einfach überhaupt nicht zyklisch. So muss ich das sagen. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Fresenius profitiert ja wie beispielsweise auch Novo Nordisk von Megatrends, dass die Leute immer länger leben und prinzipiell die Gesellschaften immer reicher werden. Immer länger leben heißt immer kranker werden, nach hinten raus und immer reicher werden. Das heißt, es ist auch bezahlen können. Also ist erstmal nicht schlecht. Bezahlen tun es aber dann meistens nicht die Leute selbst, sondern über Krankenversicherer und so weiter, dann doch der Staat. Und der Staat versucht dann die Kosten zu reduzieren und drückt den Preis, das hat auch schon Novo Nordisk schmerzlich erfahren müssen, das Ganze gibt es auch bei Fresenius, insbesondere bei Fresenius Medical Care, die 60% des Umsatzes in den USA machen und die jetzt laut letztem Quartalsbericht, genauso wie das Starterdepot, auch unter einem schwachen Dollar leiden, hat sie 4% vom Umsatz gekostet. Außerdem haben wir noch Corona, da müssen Betten freigehalten werden, falls Corona aus dem Ruder läuft, damit die Corona-Patienten behandelt werden. Operationen können also nicht gemacht werden, müssen verschoben werden. Das sind natürlich Umsatzausfälle, die teilweise kompensiert werden, aber eben nicht komplett. Und das wirkt sich dann auch nicht nur auf Helios aus, den Krankenhausbetreiber, sondern auch auf, jetzt muss ich nochmal kurz spiegeln, wie die anderen hießen. Nein, Fresenius Kabi, genau, ist der Krankenhausbetreiber. Auf die wirkt sich das natürlich aus, wenn Betten leer bleiben. Und auf Fresenius Helios auch, weil die stellen ja Medikamente her und Infusionslösungen, so rum.
die ja dann auch nicht verabreicht werden können. Gibt es also auch da bei Fresenius Helios Umsatzausfälle. Ja, ist also jetzt nicht so eine ganz einfache Situation für Fresenius, aber nicht verzagen. Wir haben zwar hier Gewinnrückgänge in den letzten zwei Geschäftsjahren, aber es sind ja jetzt keine absoluten Ausfälle. Im Gegenteil, der bereinigte Gewinn sieht sogar noch leicht besser aus. Und interessant ist vor allem, dass hier es wieder deutlich besser laufen soll in Bälde. Also laut den Analysten haben wir jetzt quasi gerade die Talsohle erreicht. Und beim Aktienkurs ja, sind wir ja auch noch relativ weit unten. Könnte also eine Chance sein. Zunächst möchte ich aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Und zwar gucken wir uns mal hier die Bewertung an. Und ich denke hier, Multiples nehmen auf die letzten 10 Jahre bezogen, ist okay. Da haben wir jetzt hier diese Multiples. Ich habe mir das vorher schon mal kurz angeschaut. Ich mache es ein bisschen schnell. Dann haben wir hier den Gewinn und den bereinigten Gewinn. Den können wir nehmen. Operativen Cashflow, der hat hier einen hässlichen Zacken. Deshalb nehmen wir den nicht. Die Dividende entwickelt sich auch sehr zuverlässig. Können wir auch nehmen für die Bewertung. Operativer Cashflow, der hat so hier so einen Huppel, weil die Staaten im Rahmen der Corona-Krise auf der einen Seite nicht spendabler geworden sind, aber ihre Rechnung schneller bezahlen, um die Ausfälle vor der Krankenhausbetreiber, die leere Betten besser zu kompensieren. In den USA, das sogenannte CARES-Programm, steht auch in der Aktienanalyse, und in Deutschland werden die Rechnungen auch schneller bezahlt. Deshalb so ein Hubbel nach oben bezüglich des Cashflows. Also hier benutzen wir diese drei fairen Werte, beziehungsweise diese drei fundamentalen Größen, um den Fernwert zu bestimmen. Wir einmal hier und einmal hier. Und zoomen wir mal ein bisschen näher rein und dann sieht man schon was ganz Interessantes. Nämlich in den ersten Jahren war die Fresenius-Aktie sozusagen fair bewertet. Der Aktienkurs hat sich immer sehr nah orientiert an den unterschiedlichen fairen Werten. Und dann irgendwann gab es dann hier die Phase der Übertreibung. Das ist das, wo der Aktienkurs sehr gut durchgestattet hat, hier aufs Jahr Renditen von 30% über 1, 2, 3 Jahre. Also das ist jetzt tatsächlich eine Amazon-Performance von Fresenius über 3 Jahre. Man hat es da ein bisschen übertrieben und dann kam eben die Korrektur. Insofern auch, als dass dann die Aktie dann tatsächlich enttäuscht hat. Also man kann die Korrektur hier im Prinzip, wenn man hier das langzieht, zweierlei begründen, was auch eine Kombination ist. Das eine ist, die Aktie hat halt korrigieren müssen, weil sie überbewertet war, Punkt 1. Punkt 2, die fundamentalen Zahlen haben auch tatsächlich enttäuscht, also nur leicht enttäuscht, haben wir ja vorhin in dem Zeitungsausschnitt oder in den News gesehen, aber sie haben enttäuscht und tatsächlich gingen dann auch die Gewinne hier etwas nach unten und das hat sich dann sozusagen multipliziert und hat dann hier zu so einem gewaltigen Kurssturz geführt. Heute haben wir diesen Aktienkurs hier und jetzt wird es natürlich interessant, wie jetzt die Chancen sind, mit dieser Aktie da jetzt wirklich günstig reinzukommen und dann erstmal über die nächsten Jahre eine hohe Rendite zu erzielen, wenn der Markt sich wieder anders überlegt und die Aktie ähnlich bewertet, wie es in der Vergangenheit bewertet war, nämlich mit diesen Multiples. Jetzt können wir noch ein bisschen tief stapeln und die KGVs, also diese Multiples hier nach unten korrigieren. Das mache ich mal. Ich gebe da hier mal 2x15 zum Beispiel ein. Ich habe jetzt aus 17 15 gemacht, bin also ein bisschen runtergegangen. Also wir können auch gerne noch 14 machen, dann ist es noch ein bisschen vorsichtiger. Und den Fernwert Dividende lasse ich. Der ist jetzt jenseits von Gut und Böse, liegt sehr hoch. Warum liegt das sehr hoch? Auf die letzten 10 Jahre gab es eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,2%. Und momentan haben wir eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,2%. So, und dann sehen wir hier den Aktienkurs. Der faire Wert momentan liege bei 44 Euro. Ist also gar nicht so weit entfernt. Wenn ihr euch wundert über die ganzen komischen Geräusche, das ist mein Designer, der macht da die ganze Zeit irgendwas und fotografiert was ab. So, also der Aktienkurs 38,60 Euro und der faire Wert bei 43,70 Euro. Das ist jetzt gar nicht so eine große Unterbewertung. Das sind 14%, immerhin. Aber falls die Analysten recht behalten und die Gewinne wieder steigen sollen, dann winkt da deutlich mehr, nämlich eine Rendite aufs Jahr von 18,5% bzw. 67% Rendite insgesamt, Dividenden mit einberechnet, brutto. Und das wäre natürlich eine deutliche Outperformance gegenüber dem breiten Aktienmarkt.
Man kann jetzt noch mal ein bisschen tiefer stapeln, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt nicht den fairen Wert von 61. Ich akzeptiere zwar, dass es der faire Wert ist, aber der Markt wird ihn vielleicht nicht anerkennen. Dann könnte man entweder noch weiter nach unten korrigieren oder wir gehen einfach hier mit den Hilfslinien ein bisschen nach unten. Zum Beispiel hier machen wir aus 61 Euro 51 bzw. 52 Euro. Dann hätten wir aufs Jahr immer noch eine Rendite hier von 12,5%, was nach wie vor eine Outperformance des Aktienmarkts ist. Gut, eine Amazon langfristig kann man damit nicht schlagen oder eine DocuSign oder eine Zoom oder was auch immer. Aber man darf auch nicht vergessen, dass bei diesen Hype, Megatrend, wie auch immer, Aktien sowohl nach oben als auch nach unten eine heftigere Volatilität ist, zu erwarten ist jedenfalls, als jetzt hier bei der Fresenius-Aktie auf diesem Niveau. Also Risiko-Rendite-Verhältnis aus meiner Sicht durchaus nach wie vor attraktiv. Gut, das ist meine Sicht der Dinge. Wie ihr das Ganze seht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch fröhliche Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ciao!